zeigen wir mal den Bushcraft-Einsteigern die günstigste Version, wie man auf seine Touren einen Zunder mitnehmen kann, den man ganz einfach mit einem Feuerstarter dann in Brand setzt, um ein Lagerfeuer zu machen. Persönlich in meinem Kit habe ich jetzt die Wattepads, da kommen wir gleich noch drauf. Dann Birkenrinde, die lässt sich sehr gut entzünden. Und dann noch Aspidwürfel und etwas Holz, das stark mit Tannin getränkt ist und sich auch ganz leicht entzündet. Das Ganze natürlich wasserdicht verpackt. Als Anfänger die einfachste Version, wenn man draußen Feuer machen möchte mit dem Feuerstahl, das ist, ihr kauft euch in einem Drogeriemarkt solche Schmink-Wattepads. Wenn man die zerrupft, dann lassen die sich so schon entzünden. Wenn man die einfach so fein auseinanderzieht, ja, dann fangen die ruckzuck Feuer, das zeige ich euch nachher. Aber noch besser ist es, ihr kauft euch auch für ganz wenig Geld noch Vaseline dazu, ja. Und dann geht er einfach her und drängt diese Pads mit Vaseline und dann bringen die richtig super cool, das zeige ich euch nachher. Und von denen präpariert euch einfach ein paar, packt sie in so ein wasserdichtes Tütchen, wiegt nichts, nimmt keinen Platz weg und funktioniert immer. Dann schauen wir uns zuerst mal an, wie das brennt ohne Vaseline. Ihr seht, es entzündet schon beim ersten Mal und da kriegt er, wenn er jetzt trockenes Gras oder andere Sachen hat, locker ein Feuer mit hin. Jetzt das Ganze nochmal mit Vaseline getränkt. Ihr seht, es brennt dann langsamer, aber noch viel heißer und noch viel intensiver und länger. So, und wenn wir schon dabei sind, dann schauen wir uns das mal auch mit den anderen Mitteln an. Hier, das ist so Aspid Trockenbrennstoff. Auch hier ist es einfach wichtig, je feiner der Zunder, desto schneller lässt er sich quasi mit dem Feuerstahl auch entzünden. Das gilt für alle diese Stoffe. Und ihr seht, auch das brennt ohne Probleme. Auch bei der Birkenrinde gilt dasselbe. Hier seht ihr die ganz feinen Fasern. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr verreibt es einfach in euren Händen und macht es klein. Oder ihr geht her mit dem Messer und schabt es einfach ab. Und ihr seht, die Birkenrinde mit ihren Ölen, die brennt gigantisch. Ja, ihr habt gesehen, es gibt die verschiedensten Möglichkeiten hier, um sich Zunder zu beschaffen, auch in der Natur draußen, vom Distelflaum über die Harze von den Bäumen und, und. Wichtig, das denke ich, habt ihr jetzt gesehen, ist immer, der Zunder muss ganz fein sein. Das heißt, egal ob das Gräser sind oder kleine Ästchen oder Rinde, immer erst in der Hand zerreiben, je feiner die Partikel sind, desto schneller ist der heiße Funke in der Lage, das Material zu entzünden. Und es gibt ja außer diesem Video noch mindestens eine Million, wo ihr euch da auch noch schlau machen könnt.
Aber mein Tipp für den Einsteiger einfach nochmal, hier diese Wattepads und Vaseline, ja, günstiger geht es nicht. Und da habt ihr die Garantie, dass das auch funktioniert. Und das habt ihr ja auch gesehen, das brennt so gut, dass ihr da in der Lage seid, jederzeit ein Lagerfeuer oder euren Oberofen anzünden zu können. Ja, das war's für heute. Macht's gut. Euer Hans. Ciao.